ihr Lieben. Quadriga, etwas später am Start, an einem langen Sonntag mit WW, wegen etwas überziehen mit dem Spiel vorher, dann technische Probleme, Rechner neu starten, Pi und Pa und Po. Jetzt sind wir aber hier. Schön, dass ihr dabei seid. Römische Vierspänner hetzen wir gleich durch die Arena mit unseren Origa. Mit dabei in Doppelfunktion als Fahrer plus Chat-Moderator und bisweilen auch am Mikrofon zu hören ist der Kollege Panischer. Hallo Panischer. Hallihallo, lieber WB, lieber Chat. Etwa 280 Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Wir setzen unsere Kampagne vom letzten Mal fort und machen Folgendes. Wir gehen rein, wir sind immer noch in Spanien unterwegs, in Hispanien, diesmal in Córdoba. Und haben drei Fahrer, zwei von denen sind im Augenblick mit dabei, das ist Panischer, also in echt dabei, und das ist Matze, der im Chat unterwegs ist. Ich habe ihn eben zumindest noch erspäht. Unser Marcel ist nicht ganz so gut auf den Beinen heute. Von uns allen die besten Genesungswünsche und Besserungswünsche für dich, lieber Marcel. Matze, Panischer und Marcel. Wir nehmen wieder unseren besten Fahrer. Das ist im Augenblick nicht Matze, der scheint verwundet zu sein. Wir tauschen ihn mal aus mit Panischer. Dann brauchen wir noch einen richtig coolen Wagen. Das hier ist der beste. Und wir nehmen die besten Pferdchen, die wir haben. Das sind diese hier. Jetzt sind wir mit denen hier einsetzbar. Bester Wagenlenker, beste Pferdchen hier und bester, also von allem das Beste. Und vor allem das Einzige, was funktioniert. Heilen können wir nicht. Sie haben keinen roten Schaden, deshalb müssen wir auch kein Geld ausgeben. Wir könnten neue Fahrer kaufen, wir haben aber drei, die Herrschaften hier oben sind alle ohne extra Skills. Wir haben zwei Wagen hier, die beide nicht gut sind, wir haben allerdings sehr, sehr gute Pferde. Das erste Mal, dass uns die bestmöglichen Pferde angeboten werden, solche mit vier Skills, die kosten 32.000, die wir nicht haben. Wir könnten natürlich alles Mögliche verkaufen, um zu sagen, wow, cool, kaufen wir. Die sind aber deshalb so gut, weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, in dieser Stadt, wo wir sind, immer super gute Pferde da sind. Aber zum einen, alles auszugeben, um eine Sache zu verbessern, dann verliert man die Pferde, irgendwas Schlimmes passiert. Ich würde das schon so weitermachen und wir müssen halt ganz viel verkaufen. Wir könnten einen Wagen verkaufen, aber auch dann, dass wir, also ohne einen Vorrat an Denare in einen Kampf reinzugehen, wäre extrem leichtsinnig, weil man bei einem Unglücksfall die verletzten Wagenlenker nicht mehr retten kann. Da würde ich jedem heftig von ablehnen. Ganz, ganz heftig. Ich finde, wir lassen es so, wie es ist, gehen in den nächsten Kampf erstmal rein und gucken, was passiert. Okay? Ja, aber Moment. Da fehlt ein Pferd, lieber Baby. Nein! Das heißt, wir müssen einmal kaufen. Ja. Wir kaufen eins dazu, stimmt. Danke für den Hinweis. Dann haben wir doch Geld ausgeben müssen und schon ist der Erfahrungsbalken reduziert. Der sollte aber nach dem nächsten Rennen wieder bei voll sein. Rein ins Rennen. Ready to go, Punisher. Kann's losgehen mit dir? Startklar. Hast du gut trainiert? Sowieso. Du bist mein Mann. Rein! Das Event. Das Tor ist sabotiert. Oh nein, unser Start ist verzögert. Die anderen haben mittlerweile so viel Respekt vor Punisher und vor dem ganzen Rennstall, dass sie uns sabotiert haben, den vermeintlichen Favoriten. Wir wetten gegen uns 1:1. Wir würden noch nicht mal irgendwas gewinnen. Ach, das ist ja diese Mini-Arena, mit, wo wir haben ja die Stadt gewechselt. Macht keinen Sinn. Wetten. Wenn das startet, wir wetten überhaupt nicht. Gehen einfach nur ins Rennen rein. Wir können jetzt peitschen, aber ich denke mal, wir werden in der ersten Runde, hier sind noch nicht mal Tore zu sehen, wir werden in der ersten Runde wahrscheinlich gar nicht beschleunigen. Ich klicke mal auf Normal. Ja, wir bleiben stehen. Das Tor ist nicht zu sehen, aber ihr könnt euch vorstellen, da wäre ein Tor und wir starten leicht verzögert. So. Rennen läuft. Punisher peitscht. Einmal peitschen. Der peitscht, der fährt stabil weiter. Vier Gespenne auf vier Plätzen.
Noch einmal normale Beschleunigung. Die habt ihr peitscht. Oh, die sind nicht schlecht hier, die Kollegen. Das ist jetzt eine schwere Situation, weil wenn ihr euch den Cesaro anschaut, ich würde normalerweise sagen, wir peitschen dem eins rüber, dann würden wir die Pferde treffen, wir können auch rammen, dann würden wir auch hier Pferde oder die treffen oder was auch immer. Die Krux ist, schaut mal, die hier sind gut geskillt für Widerstandsfähigkeit. Ich glaube, gegen Rammen hilft, glaube ich, der Hammer, da hat er ein Symbol, die Herzen und die Blutstropfen, das ist, glaube ich, alles so ein ziemlicher Schutz vor körperlichen Angriffen. Wir selber sind mehr auf Geschwindigkeit geskillt als auf andere Geschichten. Wir könnten insofern auch auf... Und eines unserer Gäule geht es nicht so gut. Wenn ihr mal nach rechts rüber schaut, ich glaube, wir sind zu weit innen, um gut durchzukommen. Ich gehe mal auf Avoid Aggressions. Na, wir hätten peitschen können. Er zieht an uns vorbei. Da habe ich zu defensiv gedacht. Ach man, im Nachhinein ist man immer klüger. Ich wette, wir sind jetzt zu schnell. Ja, so kommen wir nicht durch die Kurve. Ich klicke mal auf Avoid Aggressions. Ich klicke mal auf Stabilität. Es kann immer sein, dass wir selbst dann scheitern. Ich versuch's mal. Wenn wir Glück haben, wenn wir nur eins nach... Der ist schwer verunglückt. Und wir fahren... Nein, bitte nicht durch den... Zwei verunglückt. Es gibt uns noch. Zwei sind verunglückt. Einer ist noch im Rennen. Wir wechseln... Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Was super... Passt mal. Ich zeig's mal und guck mal, ob was er davon haltet. Ich gehe zwei nach links. Zwei nach links. Äußerste Innenbahn. Wenn wir Glück haben, dann kommen wir nach Ende des nächsten Zuges genau vor der Kurve aus. Exakt. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Beschleunigen können wir nicht mehr. Zu lahm. Wir sind sehr lahm, weil es unseren Gäulen nicht gut geht. Eins nach rechts und damit Stabilität durch die nächste Kurve. Wir sind sehr langsam. Vielleicht hätte sogar die Innenbahn gereicht. Wir werden also Zweiter sollten wir werden. So lange können die nicht durchhalten. Ein Fahrer ist schon raus. Ja, das ist genau die richtige. Mit Stabilität durch die Kurve. Der hier erleidet allerdings auch Schäden. Zwei Fahrer raus. Zwei bleiben übrig. Die anderen, die Konkurrenz und wir. Genau die Hälfte des Rennens. Jetzt absolviert ein bisschen weniger als die Hälfte des Rennens. Wir machen auf die Art... Wo sind die... Komm mal hier mit. Wo sind die hier? Das ist die zweite oder die dritte Bahn. Es ist mal wieder nicht gut zu erkennen. Das war, glaube ich, die zweite Bahn. Das ist die dritte... Das ist die vierte. Das war, glaube ich, die zweite. Wir sollten auf die dritte Spur oder auf die erste. Wir machen mal so erstmal weiter und schauen mal, was jetzt werden wir nach außen getragen. Am Ende der Kurve nach außen getragen. Und jetzt sind wir auf der Bahn, wo wir halt durchkommen, wo wir aber viel zu langsam für sind. Viel zu langsam. Das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Der sollte eigentlich, ja, wir könnten eins nach links und dann zwei, wir könnten ganz da innen und dann bremsen. Wir bleiben auf der Bahn. Zweiter Platz ist auch gut. Sieger werden wir nicht. Wir fahren normal weiter, werden Zweiter. Wir haben ja keine Konkurrenz. Wir gehen einfach ganz auf Nummer sicher durch. Wir brettern nicht über Wagen drüber. Nein, der Dritte ist auch noch verunglückt. Jetzt hier. Der ist hier verunglückt. Oh, oh, oh. Oh, Scheibenkleister. Was machen wir jetzt? Eins nach rechts. Alle drei sind verunglückt. Eins nach rechts, um den Wagen, machen wir einen Bogen ganz drumrum. Und wenn wir Glück haben, dann können wir hier eins nach links wieder fahren, hinter dem Wagen. Jetzt eins nach links, fahren rüber, fahren an dem, schlängeln uns durch die beiden Wagen vorbei. Panischer, das machst du super. Fahren jetzt genau auf der richtigen Spur. Genau auf der richtigen Spur. Bleiben hier, fahren weiter. Blick nach links zeigt uns, der Fahrer vor uns wird auch geschleift. Und das ist hier zwei Delfine noch. Zwei Delfine. Wir bleiben genau hier, fahren weiter. Das sollten wir gewinnen. Weil wir... Also wenn wir jetzt nicht uns mit, wenn wir jetzt nicht totalen Mist bauen mit den Wagen, dann gewinnen wir das. Ich fahre mal normal weiter. Das sollten wir gewinnen. Tante Mimi freut sich mit dreimal Yay.
sollten wir ganz in Ruhe, so mit Instabilität durch die Kurve. Ist überhaupt noch ein anderer Wagen da? Ja, ganz auf Nummer sicher. Wir gehen ganz da innen. Wir müssen noch zwei Kurven schaffen. Wir gehen ganz da innen. Panscher wird jetzt schon von Matze beglückwünscht, wenn das nicht zu früh kommt. Wir fahren eins weiter. Vor der nächsten Kurve werden wir bremsen. Kein Grund zur Sorge. Wir wurden sabotiert und rächen uns. Hoffentlich geht das gut. Das ist die einzige Bahn, wo wir heil durchkommen. Und jetzt gehen wir auf Bremsen. Wir sind die Letzten, die drin sind. Im Schneckentempo fahren wir der nächsten Kurve entgegen. Wir könnten aussteigen und wir könnten gehen. Wir könnten unser Gäule am Zaumzeug führen. Jetzt sind wir auf minimaler Geschwindigkeit mit Stabilität durch die Kurve durch. Oh, ganz ruhig, ganz gemütlich. Innenbahn mit Stabilität durch die Kurve. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt mit Stabilität durch die Kurve. Weiter. Wenn jetzt der Wagen zusammenbricht, das darf nicht passieren. Alle Streckenposten, schreibt Grimlosch, werden einzeln mit einem High Five abgeklatscht. In aller Ruhe kommen wir hier durch. Ist ein... Ja, in aller Ruhe. Wir können sogar... Ach, wir beschleunigen sogar noch einmal. Wir wollen das feiern hier. Wir beschleunigen noch mal. Ein Funken an Restrisiko. Wir packen das. Wir preschen voran. Wir peitschen nicht. Wir preschen ganz normal voran. Lassen uns feiern von allen Seiten. Winken einmal nach links in die Runde. Winken einmal nach rechts in die Runde. Winken. Verteilen Küsschen in die Menge. Küsschen in den Chat. Winken und rüber und feiern unseren Sieg. Einmal letzter Delfin. Ja! 6.479 Denare ist mäßig viel, aber ein Triumph. Panscher hat es geschafft. Der Einzige, der überhaupt ins Ziel gekommen ist. Panscher, großartig. Du hast alle bestraft. Großartig gemacht. Klasse. Das ist ein guter Start. Ja, das kann man so sagen. Die Untertreibung des Jahres. Ab in die Stadt. Jetzt war das leider nicht allzu viel. Trotzdem Kiba Fox auch von dir. Glückwünsche an Panscher. 1-1 Leistung, schreibt unser Toni. Alles gut. So darf ein Stream beginnen. So darf ein Stream beginnen. Rein ins Management. Oh, allen geht es schlecht. Was machen wir? Wir müssen auf jeden Fall den hier einmal reparieren, sonst läuft gar nichts. Wir könnten einen vierten Fahrer kaufen. Hätten wir einen auf Reserve, den Herrn Atulu. Atulu, entschuldigt bitte. Wir nehmen uns unseren... Wir könnten unseren Marcel auch mal ein bisschen pushen. Sollen den Marcel in seiner Abwesenheit ein bisschen pushen? Wir geben ihm noch einen besseren Wagen. Wir haben kaum Gäule. Ich bin dafür, lieber Wippi. Wir pushen unseren lieben Marcel. Wir tun dem Marcel mal was Gutes. Der hat nur ein Sternchen. Marcel ist gerade nicht dabei. Dem geht es heute gesundheitlich nicht so gut. Wir versuchen, dass wir... wir hoffen, dass Marcel nach dem Rennen, dass es ihm gesundheitlich dann besser geht oder zumindest nicht schlechter. Anders formuliert, hoffentlich überlebst du jetzt den Einsatz, Marcel, den wir mit dir vorhaben. Marcel hier mit, ich wette, er guckt zumindest so. Pferde kaufen? Warum denn Pferde kaufen? Einen Grund, das ist ein Zweiergespann. Hier gibt es demnächst sicher ein Dreiergespann zu kaufen. Ich kaufe kein Zweiergespann. Wir kaufen gleich ein Dreiergespann. Das wird schon klappen. Die halten normal aus. Die halten auch normal aus. Ich setze darauf, dass demnächst ein Dreiergespann kommt. Genauso gehen wir in die nächste Runde, in das nächste Rennen rein. Gelb heilt, rot würde nicht heilen. Und Marcel, ready to go. Go, Marcel, go. Oh, jemand ist zornig auf uns. Unser Wagenrenner, Marcel, ist heute schlecht gelaunt. Und ist zu wütend, um die Bremsen zu bestätigen. Er grollt. Marcel ist auf 180. Deshalb darf Marcel nur peitschen und darf nicht bremsen. Der ausgeglichene Marcel. Ich dachte immer, das wäre so ein freundlicher Geselle. Jetzt sehen wir seine wahre Natur. Mit Marcel ist der erste aller unserer Fahrer überhaupt, bei dem der innere Gaul durchgeht. Der vor Zorn brennt. Wahrscheinlich deshalb, weil er gerade nicht als Chatmod dabei sein kann. Tante Mimi peitscht ihn noch auf mit den Worten Go Marcel, go. Wir wetten auf Marcel. Wir trauen Marcel allem alles zu. Wir wetten, dass Marcel... Wir setzen 2000 Denare auf Marcel, aber die Quote ist 1:1.
1:1-Quote? Sag mal, 1:1 machen? Das lohnt sich nicht. Eine 1:1-Quote, das ist unter meiner Würde. Ich mache keine Wette 1:1. Marcel peitscht. Er kann ja auch nichts anderes. Marcel peitscht und peitscht die armen Gäule und peitscht. Oh Gott, Marcel, das sind echt Eigenarten von dir. Ich bin entsetzt. Ich bin schockiert. Er peitscht sie im Schneckentempo voran. Wir peitschen nochmal. 4 Bahnen, 4 Fahrer, 4 Vierspänner, 4 Kutschen und 304 Zuschauer im Chat. Schön, dass ihr dabei seid. Marcel peitscht, fährt normal weiter. Moment, er kann gar nichts machen. Oh, Scheibengleis, was ist denn das? Nein, ich kann nur... Hier steht doch... Nein, er kann nicht beschleunigen. Ach nein, ich habe das falsch vorgelesen. Den Bremsen kann er betätigen, er kann nicht normal beschleunigen. Er kann nur peitschen, so ist es. Bremsen kann er kann nicht normal beschleunigen. Ja, dann peitschen wir halt nochmal. Oh Gott! Marcel ist so wütend, er kann den Pferden nicht zurufen. Rennt mal schneller, er kann sie nur peitschen. Marcel, das wird ja immer schlimmer. Nicht bremsen können hätte ich noch... Das ist ja echt krass hier. Es wird immer schlimmer, was man über diesen Marcel erfährt. Dunkelrot. Also wenn schon, dann richtig. Wir peitschen einmal nach rechts. Avoid Aggressions. Das hat uns nichts genutzt. Es kann sein, dass er jetzt mit Karacho in die nächste Kurve, dass er jetzt rausgeschleudert wird. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was haben wir gemacht? Stabilität. Er wird eins nach außen gedrängt, trotz Stabilität. Es wird allerdings niemand verletzt. Alles gut. Wir sind auf der guten 4. Bahn. Das ist echt gut bei den kleinen Arenen. Fahren hier normal weiter. Peitschen wir. Wir könnten nochmal peitschen, um den anderen einzuholen. Sag mal, einmal peitschen. Einmal peitschen, komm. Nein, und peitschen auf den anderen auf. Und werden eventuell ausgebremst. Das war jetzt... Immerhin haben wir einen Abstand gut gemacht. Mit Stabilität durch die Kurve. Der vor uns fährt auch mit Stabilität. Wir haben dieselbe Geschwindigkeit, fast dieselbe. Sagen wir mal die gleiche. Kaum ein Unterschied. Der klebt vor uns, an dem kommen wir nicht vorbei. Wir könnten uns innen an ihm vorbeipeitschen und ihn dann bepeitschen. Das wäre die einzige Möglichkeit, an ihm vorbeizukommen. Dann müssten wir jetzt eins nach links, aber wir können nicht beschleunigen. Wir würden die Geschwindigkeit halten. Und dann könnten wir in die nächste Runde peitschen und uns dann vor ihn setzen. Sollen wir das versuchen? Eins nach links. Wir riskieren was. Wir versuchen mal, ob wir an ihm vorbeiziehen können durch ein gewagtes Manöver. Kann sein, dass es nicht klappt. 2 nach innen mache ich nicht, weil wir können, im Chat wird das gerade geschrieben. Wir fahren mit Stabilität in die Kurve rein. Nein, er fährt vor uns. So ein Drecksack. So ein Drecksack. Die 4. Bahn ist bei den kleinen Arenen die besten. Mit Stabilität weiter. Er fährt eins nach außen. Wir sind in der 3., sind geringfügig hinter ihm. Unseren Gäulen geht's gut. Seinem Pferd geht's nicht gut. Sein 4. Pferd, das ganze Außen, dem geht's nicht gut. Ich wette, er klickt auf Avoid Aggressions. Und jetzt ziehen wir an ihm vorbei. Jetzt peitschen wir uns nach vorne. Er peitscht auch. Wir peitschen auch. Jeweils die Gäule. Wir ziehen knapp vor ihn. Unsere Pferde halten verdammt viel aus. Und jetzt eins nach rechts. Jetzt haben wir die gute Bahn. Wie geht es unseren Pferden? Wir peitschen uns noch einmal nach vorne. Und wenn wir danach mit Stabilität durch alle Kurven durchkommen, dann haben wir das Rennen gewonnen. Das ist die letzte Bahn. Das ist die letzte Bahn. Jetzt darf aber kein Unglück mehr passieren. Es ist hellgrün. Mit Stabilität sollten wir das eigentlich schaffen. Wir sollten dann eigentlich durch die letzte Kurve durchgehen. Hier seht ihr, wie der letzte Delfin runtergeklappt wird. Wir haben einen großen Vorsprung. Der hinter uns, da ist ein Pferd, mächtig zu schanden. Wir haben totales Glück beim Peitschen gehabt. Seinen Gäulen geht es richtig gut. Marcel Mattes ist irgendwo noch etwas auf der Bahn, links zu sehen. Irgendwas noch auf der Bahn. Nein, Marcel schafft das. Könnte sogar noch eins nach innen wechseln, aber wir fahren, wir wechseln eins nach innen.
falls der auf uns draufpeitschen will. Da schaukeln wir nach Hause. Start, Ziel, Sieg. Start, Ziel, Sieg. Zwei hintereinander. Zweiter Sieg in Serie. So darf ein Stream beginnen. Das ist die erste Aufzeichnungsfolge auf YouTube. Da packe ich immer zwei Rennen in ein Video mit einem Doppelsieg. Läuft. Alles bestens, alles gut.